Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch Abend. Freut mich, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zum nächsten Video. Heute Slayers Inc. habe ich im letzten Stream schon mal kurz angespielt. Hat mich nicht so überzeugen können. Ja. Hat mich nicht überzeugen können. Vielleicht hier und jetzt heute. Wir fangen an mit einem normalen Bonus bei. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Und ich hoffe auch, der Sound ist jetzt ein bisschen besser. Ich weiß, im letzten Video war der Sound ein bisschen, ich weiß nicht, was da wieder schief gelaufen ist. Ich hoffe, der Sound ist jetzt besser. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben. Doch, der muss besser sein. Also, wenn er jetzt nicht besser ist, der Sound, dann weiß ich auch nicht. Zehner. Ja, okay. Was connected über. Also, ja, klar, connected schon was, aber. Naja, ist jetzt nicht allzu viel. 47. Okay, den Halbierer haben wir schon mal fast. Halbierer ist jetzt da. Okay, die also ich habe das Gefühl, die Multis sind besser als bei Wanted. Beim letzten und das wird und ja, Versus Zeichen kommt öfters, meiner Meinung nach. Oder ich hatte einfach bei Wanted immer Pech, kann natürlich auch gut sein. Na, Slot gelobt schon, kommt wieder nichts so gefühlt. Nee, alles noch gut, alles noch gut. Ja, ich habe noch nicht so ganz den Unterschied herausgefunden vom Super Bonus und zum normalen Bonus. Vielleicht werden wir das heute rausfinden. Ich glaube, der einzige Unterschied ist beim Super Bonus, dass der höhere Multi öfters kommt. Also da sind ja immer zwei Multis und ich glaube beim Super Bonus ist einfach die Chance höher, den größeren Multi zu bekommen. Ich glaube, sonst ist da kein Unterschied. Es ist wieder so ein Super Bonus, wo ich sage, ja, natürlich freut man sich, wenn man viel Scatter spinnt, aber jetzt so einen krassen, weiß ich jetzt nicht. Ja, okay, gute Multis, jetzt sehen wir es. Oh, 3er Multi, okay, hat nichts gebracht hier, Super Multi. 10er. Digga, warum habe ich hier Super Bonus? Und vielleicht ist es auch gar nicht wahr. 21 Euro? Ja, ich muss wirklich sagen, ich habe auch hier schon den ein oder anderen aus meiner Community gesehen, der hat hier Vollbild bekommen. Und es war auch nicht so krass viel. Also, weiß ich nicht. Kommt öfters, kommt auf jeden Fall öfters, aber zahlt weniger. Weil ich weiß es nicht, was besser ist, was mir besser gefällt. Eher seltener und dann mehr zahlen? Oder öfters kommen und dann weniger zu. Also bis jetzt habe ich wirklich nichts davon gesehen, dass wir hier einen Super Bonus haben. Jetzt haben wir mal einen 10er Multi connected, aber leider wieder nichts durch. Ah, schade. Nur so ein Versus auf Walze 4 hätte geschmeckt. Das hier ist auf jeden Fall 0 auf 0. Ja, 10 Euro Minus. Kleines Minus besser als ein großes Minus, aber. Ah, ich weiß. Ey, wisst ihr was? Wir müssen natürlich hier auch wieder 25 Turbo Spins Chance geben. Mal gucken. Wie ist denn jetzt hier? Ich wollte gerade sagen, Internet weg oder was? So, rein mit dir. Der musste die Preisspiele laden. Gar kein Problem. Peace Scatter? Oh, okay, okay. Schnelle 3 Scatter nimmt man natürlich auch mit. Hätte uns sonst 140 Euro gekostet. Mal gucken, was sie jetzt zahlen. Wieder nur diese Billo-Symbole vorne. Vernünftiger Multi, aber bringt halt leider nicht so viel. No, Müll. Der Saukopf da, ey. Komm schon. 4 Versus. 4 Versus. Mit guten Multis. Oh, komm schon, mal wenigstens so 100x. Ey. Wenigstens 100x habe ich doch gesagt. Ach, komm schon. Das hier wird wieder Mara Quark sein Urgroßvater, ohne Witz. Unglaublich. Müll. Verlängern kann. Doch, verlängern kann der auch. Oder? Ne, verlängern kann der gar nicht. Ach, was ist das für ein Schmutz? Jetzt weiß ich, warum der so schnell reingegangen ist. Typisch. Schnelle Freispiele, meistens Müll. 23 Spiele haben wir noch, die lassen wir noch laufen. Die lassen wir auch noch laufen. 4er Multi-Müll. Mit dem 10er Multi wäre es auch nicht viel besser geworden. Von daher nochmal rein. Nochmal rein mit dir. Jawohl. Ah, okay. Er geht auf jeden Fall schon mal wie in alte Hexer. Manier schnell rein in die Freispiele. Das gefällt mir schon mal gut. Aber zahlen tut er jetzt nicht gut. Das ist noch ausbaufähig. Das ist auf jeden Fall noch ausbaufähig. Muss ich sagen, Wanted habe ich nie gerne gespielt. Aber den Duellbonus bei Wanted gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Doch, man kann hier Verlängerung bekommen. Man kann Verlängerung bekommen.
Ah, korrekt. Ja, 1 Euro. Ah, stabiler 1x. Die nimmt man doch gerne mit. Okay, wir halten fest, der geht schnell rein. Mit extra Chance. Zahlen tut er aber wie die letzte Play and Go Slot, nämlich gar nichts. Ich gehe da nochmal rein. Mach den Wohnen. Mach den Wohnen. Wie oft ging Wohnen rein bei mir innerhalb von 25 Spins? Das war brutal. Nochmal. Ja, und jetzt wenigstens 100x. Wenigstens. Okay, 4 Scatter. Wenn er jetzt nicht 4 Scatter. Wenn er jetzt nicht 4 Versus. Nicht, wenn er. 100x Minimum. Sonst sage ich jetzt schon, sage ich ohne Witz, Blackliste. Mit einem Bein auf der Blackliste. Wenn er jetzt nicht wenigstens 100x könnte mit 4 Scatter. Kann nicht wahr sein. Muss man hier schon drohen. Ja. Oh, okay. Gute Multis. Was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Was ist das denn? Hä? Noch nie gesehen. Whiteline haben wir auf jeden Fall. Multi, 18er Multi. Alter, das muss doch was sein. Boom. Okay. Alter, was war das denn mit den Wilds? Ja, mit den Wilds. Alter, 869. Schmeckt. Ist das. Haben wir jetzt den Unterschied gesehen? Zum Super. Das habe ich zum ersten Mal gesehen, dass das überhaupt. Wie geht bei der Slot? Wir haben noch 3 Spins. Okay. Erstes Mal das Potenzial ausgeschöpft. Oder nicht ausgeschöpft, aber erstes Mal das Potenzial zu sehen war. Ausgeschöpft ist, wenn Maxwin da steht, ja? Gibt es überhaupt Maxwin-Hoodie hiervon? Ja, war doch gut. 872 schmeckt. Okay, wir halten fest. Dreimal reingegangen innerhalb von 25 Spins. Zweimal Müll, einmal sehr gut. Gutes Slot. Gutes Slot. Gutes Slot. Ich würde sagen, wir machen jetzt aus Prinzip. Also, ja, komm, wir machen mal den Best of Bonus. Best of Bonus bekomme ich eh nie reingespinnt. Doch bei Chaos Crew habe ich ihn relativ häufig reingespinnt bekommen. Aber sonst gefühlt einfach nur ein Mythos, dass man den überhaupt erst spinnen kann. Mal gucken. Best of Bonus. Na. Ist irgendwie so eine Rabattaktion. Du kaufst quasi 3 Freispiele. Kriegst aber nur den besten raus. Kostet aber dafür umso weniger. Würde ich jetzt dreimal Freispiele kaufen auf 1 Euro, logischerweise 300 Euro wären weg auf dem Einsatz. Hier hat 200 bezahlt. Eine Mengenrabattaktion kann man das nennen. Aber bekommst natürlich auch. Ja, schade. Bekommst aber natürlich auch nur den besten Bonus. Ich glaube, das, was wir eben mit den Whites gesehen haben, ist random beim Superbonus. Kann das sein? Klärt mich mal bitte jemand auf in den Kommentaren. Wäre sehr ehrenhaft. Oder im nächsten Livestream. Ich glaube, der nächste Livestream ist früher als das Video hier. Obwohl, dann seht ihr ja nicht, dass das Video schon draußen ist. Ich hält. Okay, der war auf jeden Fall schon mal Minus. Aber wir haben ja noch 2 Versuche. 2 Runden haben wir noch. Ich sage zwar immer wieder, nach einem guten Bonus kommt meistens nichts mehr. Aber ich hatte auch öfter schon Unrecht gehabt. Connecte der durch? Nee, connecte nicht durch. Was wäre das für eine Linie? Mit so Multi eh unnötig gewesen. Komm mal wenigstens 0 auf 0. Nicht so viel verlangt. Übrigens, falls euch der Kanal gefällt und ihr noch nicht kostenlos abonniert habt, macht das doch gerne, würde mich sehr freuen. Und hinterlasst doch noch gerne einen kostenlosen Daumen nach oben. Und, Euro. Die dritte Runde muss reinknallen. Er macht spannend. In der dritten Runde jetzt, come on. Gehen wir K.O. oder geht der Slot K.O.? Es sieht ganz danach aus, dass der Slot uns zu Boden schickt. Ja, 10er Multi mit diesem Müllsymbol. Ich danke dir. 11 Euro. Ja, das wird nicht viel. Ja, Best-of-Bonus. Ich sagte ehrlich, brauche ich in Zukunft noch nicht mehr zu kaufen. Ich wollte eigentlich auch noch. Nee, was ist das denn? Hör mal. Er connectet nichts durch. Müll. Es bleibt tatsächlich bei den 76,20 €. 125, 124 Euro minus Müll. Aber können wir verkraften? Ich würde sagen, wir machen noch 25 Spins und dann sage ich ganz ehrlich, gehen wir hier raus. Die normalen Spins, ich sage immer, also wirklich, auch wenn ich privat spiele, Hexor, guckt euch an. Warum soll ich Freispiele kaufen? Die gehen so schnell rein. Natürlich auch nicht immer, ist keine Garantie. Aber Hexor Freispiele kaufen,
seht ihr auch immer in den Livestreams, mache ich mittlerweile ganz selten. Habe ich jetzt hier nur gemacht, weil es ein neuer Slot ist. Und ich den Unterschied zum normalen und zum Superbonus erkennen wollte. Und ich glaube, ich habe es gefunden. Ich habe es herausgefunden. Also Mission Complete auf jeden Fall für das Video. Gutes Plus und den Unterschied erkannt. Und jetzt nochmal zum Abschluss. Sehr, sehr, sehr schlechte Freispiele. Ja, bleibt trotzdem schlechte Freispiele. Macht das nochmal so ein Alibi gewinnen. Jetzt wird er wahrscheinlich schon der 7er. 6er, okay. Ja, obwohl, ja, okay, nochmal ein bisschen, ja, na gut, immerhin fast 50x. Immerhin fast 50x im letzten Spin. Die 18 Spins lassen wir noch laufen. Ich sag, wir kommen auf jeden Fall nochmal rein. Ey, das ist das erste Mal, dass ich Best-of-Bonus vorne sehe beim Spin. Und nochmal rein. Und jetzt aber. Ah, jetzt aber. Mach's nochmal zum Abschluss. Ey. Saukopf da. Aber okay, Slot hat mir auf jeden Fall schon mal besser gefallen, sage ich jetzt aber auch nur, weil ich Plus gemacht habe. Nee, jetzt ernsthaft, Slot gefällt mir nicht. Slot gefällt mir wirklich nicht. Werde ich wahrscheinlich nicht so oft spielen wie den ein oder anderen Hexo-Slot. Ich würde sagen, bis 1350. Ah, ich gehe immer noch mit der Hoffnung. Nee. Leider keine Freispiele mehr, aber trotzdem, okay, Slayers Inc, bisschen positiver als vor dem Video, aber trotzdem, wird nicht meine Lieblings-Hexo-Slot. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, auf Wiedersehen, ciao, ciao.